Hallo, liebe Aufrufer, hier ist eine Sonder-Olympia-O-O-O-O-O. Lichtgeschwindigkeitssportsendung mit den ganz aktuellen Themen zu meiner Olympiaflaggenausstellung, die ich mal zeigen möchte. Und ich habe hier wieder die Londoner Daily Mail, die mal heute nicht mit Sport aufmacht. Aber natürlich die halbe Zeitung, 87 Seiten, voll Sport. Ich komme gleich noch dazu. Und auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute. Samstag, 11. August, da steht es drauf. Licht kommt vom Fenster, da der wahre Olymp. Und die weisen auch durchaus auf Sportergebnisse hin. Hockey. Und so, ich möchte das hier mal extra durchspielen, und zwar mit dieser Sportart. Das sind diese BMX oder wie die heißen, Querfeldein- oder Hindernisrennen, Cross-Fahrrad, die in wilden Horden losfahren. Hier auf der Flagge von Kamerun, dieses Kamerun-Afrika, diese afrikanischen Fahnen, die Farben, die wir immer wieder haben, die Trikolore, grün, rot, weiß. Ja, was jetzt also hier wirklich die ganzen Olympischen Spiele schon mit auf einem hohen Niveau begleitet, sind die hier in Form der chinesischen Flagge, die ich hier mit Basketballspielern und aus diesem Symbol mit den Sternen des kommunistischen Chinas habe ich sozusagen so eine Art Basketballkorb gemacht. Basketball in enormer Qualität natürlich von den USA-Sportlern, die jetzt im Endspiel spielen gegen Spanien. Und dann habe ich hier etwas ganz Besonderes, was es in der Wirklichkeit des olympischen Sports wohl so nicht gibt und was auch für den fahnenbastelnden Maler schwierig zu erreichen war, war nämlich dieser orangefarbene, seidenartige Futterstoff. Das ist so ein dauerelastisches Kunststoffmaterial. Ich habe nirgends Orange bekommen. Ganz schwierig. Also Piratenfahnen zum selber basteln, hallo lieber Aufrufer, ist schwierig. Das ist die Flagge von Indien mit dem Zusatz quasi völlig unverändert hier mit diesem Sonnenrad in der Mitte, mit zwei Symbolen einer Sondersituation im Fußball, nämlich einer geht mit dem halbhohen Ball mit dem Kopf hin, das kann auch abgepfiffen werden als gefährliches Spiel, während der andere mit gestrecktem Bein hingeht, auch halb hoch, was auch als gefährliches Spiel abgepfiffen werden kann, wenn die zusammenknallen. Hier ist schon was abgegangen. Das ist eine meiner frühen Fahnen, die ist handwerklich wirklich ein Prototyp. Der Spieler hier ohne Arme, Fußball. Ja, Indien. Und auch als olympische Sportart ist, wenn ich mich nicht irre, heute Nachmittag das Endspiel im Fußball der Männer. Ich glaube, das Frauenendspiel ist schon gewesen. Dieses hier ist wohl Karate auf der Flagge von Marokko. Die Flagge ist so im Original Format mit diesem besonderen Stern, der etwas ganz Besonderes auch symbolisiert. Und die Sportart hier mit diesen Sachen ist Karate. Das heißt, die treten auch unter Umständen, die Sportler. Die Karate-Wettbewerbe waren ja gut geeignet, diese Sportart mal zu sehen, die sonst im Fernsehen eher selten ist. Marokko. Dann hier etwas, was auch sehr eindrucksvoll verlaufen ist, und dies ist jetzt hier die rot-weiße polnische Flagge, ein Speerwurf im Anlauf, Speerwerfer, ja, das, durch die Wellen ist das hier ein bisschen geworfen, also Polen im Speerwerfen haben wir gesehen, und das kommt jetzt auch in meine Ausstellung. Dann habe ich aber noch mehr von den schönen Flaggen. Hier eine weitere Szenerie, das ist hier das stammespolitisch von den Kolonialbesatzern, den Engländern immer Burma genannte
Burma ist aber nur ein Stamm, auch teilweise Birma genannt, was sich selbst völlig zu Recht, außer Vielvölkerstaat, nämlich jetzt das einigermaßen auf die Reihe gekommene Myanmar. Myanmar, die Flagge von Myanmar, rote Flagge mit dem blauen Rechteck hier drin, mit einer Basketball-Szenerie, also auch wie ein Korb mit einem Ball dort. Myanmar, Basketball. Und dann geht es weiter mit einer neuen Skandalsportart, nämlich mit der japanischen Flagge hier. Ein Hammerwurf, das war ja durchaus lustig zu sehen, wie die deutsche Hammerwerferin, nachdem sie geworfen hat gestern, ihren vierten Versuch, der dann mal halbwegs ihrem Leistungsniveau entsprach, nicht gemessen worden war, beziehungsweise die Messung nicht angezeigt worden war. Und sie musste also nicht nur den Hammer weit werfen, sondern sie musste anschließend dann auch noch die Diskussion gewinnen. Am Ende hat man aber den sowohl elektronisch gemessenen Wurf über 77 Meter wie auch mit der Hand gemessen, dann tatsächlich die Fehlentscheidung revidiert und die deutsche Hammerwerferin hat tatsächlich dadurch dann die verdiente dritte Platzierung, sogenannte Bronzemedaille, gewonnen. Hier habe ich etwas, was nicht olympisch ist, aber was ich gestern gesehen habe, dass es tatsächlich gibt, diese rasenden Fahrradfahrer über die Wellen. Das gibt es auch für Motorrad. Und das ist die eine Flagge, die gibt es mehrere, eine Flagge von den Seychellen. Seychellen-Inseln, dieser welligen Piste, wie heute und gestern die Fahrradfahrer gefahren sind. Ja, dann gibt es hier noch etwas für Christen, speziell auf der finnischen Flagge. Ein Kreuz, weiße Flagge, blaues Kreuz mit einem Hochspringer in der Flop-Springart, wie der sich gerade sozusagen dadurch, dass der Oberkörper bereits im Fallen ist, die Oberschenkel steif hält und dann diese Unterschenkel mit den Füßen hochhebelt sozusagen. Dieser Flop-Sprung ist ja wirklich ein geradezu technisch genialer Sprung, in dem der Springer nie mit dem ganzen Körper die Höhe haben muss, sondern er wickelt sich quasi rückwärts darüber. Finnland, hier mit dem christlichen Kreuz und jetzt entsprechend, das ist die Flagge von Dänemark, auch mit dem christlichen Kreuz, was wir auch gestern gesehen haben im Stabhochsprung, was wirklich ein spannender Wettbewerb war, wo dann komischerweise sogar zwei deutsche Olympiasportler den Wettbewerb anführten und mit dem allerletzten Sprung konnte dann der französische Stabhochspringer mit einer Spitzenhöhe 5,97 Meter mit diesem Stab, der gebogen wird und dann muss der da hochklettern, beziehungsweise gibt es zwei Techniken, die greifen über oder die fassen da oben, kleben sich an und federn sich sozusagen auch mit einer Hebelwirkung über die Latte, die ganz locker drauf liegt. Dänemark hier mit einem Stabhochsprung. Ja, und dann habe ich noch etwas ganz Besonderes hier. Das ist nämlich das Land, das jetzt mit Jordanien tatsächlich schon harte militärische Grenzauseinandersetzungen hat, ein Zufluchtsland für die Zivilisten aus Syrien, Jordanien. Die arabischen Länder haben überwiegend diese Farben, weiß, schwarz, grün, rot. Irak, Syrien, alle möglichen Ägypten haben diese schwarz-weiß-rote Geschichte. Dieses soll eine Szene des Handballtorwarts und mit einem Handballspieler, das habe ich jetzt ohne Wurfkreis gemacht, damit die Flagge nicht noch zusätzlich gestört wird. Und die Überlegung, wie ich die Farbe mache, normalerweise habe ich ja die Silhouetten der Sportler weiß oder schwarz. Hier war jetzt weder weiß noch schwarz das Richtige, dann habe ich das hier zu passend gemacht und da die auch in verschiedenen Mannschaften spielen, verschiedene Farben. Und hier habe ich dann das
die weiße Silhouette der Hände über dem weißen Grund, muss man verstehen. Also die Flagge von Jordanien mit einer Handballsituation. Und vielleicht als letztes Motiv meiner Sportausstellung in der Kölner Südstadtgalerie Sment, einer Textilgalerie, in der man auch über Internet alle möglichen Materialien, Kunstmaterialien, Werkzeuge und so weiter beziehen kann, auch über Internet bestellen kann. Und hier jetzt meine letzte Flagge hierzu heute. Olympiasportflaggen mit Sportarten, die mit den jeweiligen Nationalflaggenländern eigentlich nicht viel zu tun haben. Ukraine und Turnen, Bodenturnen ist ja durchaus nicht so ungewöhnlich. Und hier ist also ein Turner, der Spagat kann. Könnte auch eine Turnerin sein. Und ich komme hier nochmal ganz kurz zu meiner Tageslage im Sport. Daily Mail hat nämlich wieder einen Starschnitt in der Mitte. Und was Sie auch gerne machen hier, wenn Sie schon selbst nicht gewonnen haben, dann stellen Sie den Weltrekordläufer über 800 Meter hier, Rudischer, zusammen mit Sebastian Coe, Ihrem Lord Coe, inzwischen Sportmanager geworden, konservativer Politiker auch aus Wales oder Cornwall, also Südwestengland. Sebastian Coe, ein sensationeller Läufer gewesen. Aber dieser hier, Rudischer, der ist natürlich jetzt wirklich der absolute Sensationshammer gewesen. Toll. Ja, und dann sieht diese Zeitung von Ihnen durchaus nicht immer bunt aus oder farbig, sondern auch so hier, das ist auch Karate oder Taekwondo, ich kann das dann gar nicht unterscheiden. Taekwondo hier. Und die müssen mit Händen und Füßen die farbig markierten Ziele, Bauch, Panzer und Kopf treffen. Und zwar nicht K.O. schlagen, sondern nur berühren. Die Kunst ist also sowohl die Verteidigung wie auch das Punkte machen. Und ich wollte noch hier etwas zeigen aus dem Sport, der Daily Mail von heute. Vorne Elton John und seine 10 Lieblingsdinger. Die halbe Zeitung ist hier tatsächlich voll Mord und Totschlag, nichts von internationaler Politik. Also wirklich die komischsten Sachen, zum Beispiel hier Krieg der Schildkröten oder es ist ein Kind entführt in England oder Kredit. What next for the man behind this greatest show on earth? Forget Boris, the biggest Olympic winner is a man with a fellow athletes love to hate. Lord Coe, das ist Sebastian Coe. Also das ist nicht der Weltrekordler Rushida, sondern das ist eben der frühere Englische aus den 80er Jahren, Sebastian Coe, so wie er heute aussieht. Ein guter, intelligenter Mann. Elton John, hier, Daily Mail. Hier ist einer gestorben, der tragische Dr. Who. Ich will nur einen allgemeinen Eindruck verschaffen, was diese 87 Seiten umfassende tägliche Kaufzeitung, Boulevardzeitung, Frau sterbt für die Liebe zu ihrem Hund, oder hier Schüler, die gerade die Numerus Clausus verfehlt haben, Top Level für das Universitätsstudium. Also das sind die einfachen alltäglichen Sachen, die hier offensichtlich die Leser von Daily Mail interessieren. Suffering from headaches, man leidet an Kopfschmerzen, Fragezeichen. Versuchen Sie die Wasserkur und nicht die Schmerztabletten. Wasserkur gegen Kopfschmerzen, ja. Sehr gut, das werde ich auch gleich machen. Ich habe keine Kopfschmerzen. Ja, gut. Dann hier noch ein bisschen Kate. Ja, da studiert man immer im Gesicht, ob Kate schon schwanger ist endlich. Ja. Um nicht zu sagen, wir wünschen Kate von vornherein alles Gute.
Und the Daily Mail heute, Saturday, August 11, 2012. Schönen Dank für den Aufruf hier. Olympiasportflaggen in Köln ausgestellt, in der Galerie Sment, hier, mit dem wunderschönen Turnbild.